Und in der heutigen Folge... Oh mein Gott! Da ist Juha! Fuck! Kapitel 5. Grundrauschen. Oh ja. Also jetzt wird's auch interessant. Weil, wir müssen, um einen Hinweis oder sowas zu bekommen, in Kapitel 10 etwas Bestimmtes tun in einer bestimmten Reihenfolge. Verdammt, meine Tasche. Oh nein. Das ist für dich. He looks good. He's looking fine. Das ist alles verschwommen. Ja, ja. Wie geht es dir? Do I look fine? Wie geht es dir? Und du, wie geht's dir? Ich bin froh, dass es dir gut geht. Dir geht's doch gut. Tut mir leid, ich wiederhole mich. Die zwei sind so merkwürdig. Schon gut. Okay, klar. I would say we just bang, but he is pretty hardly injured. Okay. So don't. Funkgerät oder so. Gut. Das, da war noch eins in Mr. Edges Büro, also zum Schutz. Cool, cool. Licht? Welches Licht? Achso, das Licht. Das wird schon wieder. Klar. Gib dem Jungen mal einen Lappen zum Abwischen, genau, so ein bisschen. Das werdet ihr doch wenigstens haben, oder? Wir halten die Stellung. Mhm, naja. Geräusche ansprechen. Habt ihr das auch gehört? Shh. What? Ich dachte, Dylan und Ryan wären schon weg. Das sind sie ja auch. Beruhigend, pass bitte auf, es ist vielleicht gefährlich. Wir warten, pass. Bitte auf. Beruhigend. Bleib wachsam. Hörst du meine beruhigende Stimme? Alles ist gut. So, mit ihr wird es jetzt ganz interessant, weil wir müssen das genau richtig machen. Sonst bekommen wir nicht den Hinweis. Das ist ganz merkwürdig. Also, wie du darauf kommen sollst, ist mir schleierhaft, aber okay. Huschascha, Caitlin! Do you see something? Schicke Chacke. Hühnerkacke. Shotgun bereit. Okay. London Tipton, du schaffst das. Mann, was ist denn das? Komm, da liegt schon wieder Müll am Boden. Können die Leute nicht aufräumen? Ich dachte gerade, der Bär ist einer. Oh Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Ich war so, er steht genau da. So, nein, alles gut. Oh Gott, mach doch nicht diesen Kameraschwenk. Da denke ich doch, da steht einer im Kamin. Der Weihnachtsmann kommt. Okay. Ah. Don't make those sounds. Oh Gott, das macht mich so nervös, dieses Boom. 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 Oh. Ha! Oh. Du bist. No. Vielleicht können wir uns ja unterhalten. Vielleicht ist er ja freundlich. Scheiße. Oh. Okay. Jetzt wir mussten uns verstecken. Und jetzt müssen wir die nächsten zwei Quicktime-Events verkacken. Ja, tatsächlich darfst du die nicht richtig machen. Da keine Ahnung, wieso, aber ja, offenbar. Wo ich nur so bin, ist interessant. Ich frage mich, ob sie das irgendwie sagen. Vielleicht durch eine Tarotkarte zeigen sie es dir und dann sind sie so... Und dann kommst du irgendwie drauf so, vielleicht... Hier ist niemand. Blute sie? Das klingt aber nicht gut. So, jetzt müssen wir verkacken. Einmal, zack. Gar nichts drücken.
Die Quicktime-Events verkacken ist sehr, sehr lustig. Und jetzt... Spirelio. Das ist ja auch verkacken. Blub. Oi, das tut weh. Was ist das? It's disgusting. It's definitely... So, und jetzt... Was wollen sie? Das klang aber nicht sehr... Und jetzt wird's interessant. Weil jetzt muss ich... Ich hoffe, ich habe das richtig gemacht. Auf die Füße schießen, nämlich. Damit der was fallen lässt. Und das können wir dann irgendwie einsammeln später. Ich wüsste gern, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Weil... Das hat, glaube ich, gerade gespeichert. I don't know. Das Ding ist, jetzt alles nochmal bis daher zu spielen, wenn ich es verkackt habe, ist so... Ich check nur ganz schnell, ob ich das auch alles richtig gemacht habe. Also, ob ich ihn auch richtig erwischt habe. Ich stehe mich bei den Füßen, aber ich weiß es nicht. Gut. Es sollte richtig sein, so wie ich es gemacht habe, weil es geht im Grunde nur darum, habe ich jetzt erfahren, den Tisch aufzuheben. Offenbar ist das der wichtige Punkt. Aber wir werden erst in Kapitel 10 wissen, ob es auch richtig funktioniert hat. Aber es sollte stimmen. Hoffen wir mal. Also das... Fingers crossed! Das ist nicht der beste Zeitpunkt, aber... Dass das alles so passt, wie es ist, weil... Ich liebe das Spiel, aber es ist ein bisschen blöd, dass du nichts überspringen kannst. Das heißt, wenn du verkackst, ich finde es blöd, dass du keine nicht selber speichern kannst. Du kannst nicht zurückspulen und sowas. Es ist ein bisschen. Was hast du gesagt? Ja, sorry, ich habe der Frau zugehört, die über uns wacht und sagt, ich schütte dir mein Herz. Hey, sorg dich nicht um Caitlin, sie ist zäh. Ja, klar. Sie hat vielleicht irgendwas an den Kopf bekommen, aber... Ich bin abgelenkt. Lass uns erst die Nacht durchstehen, okay? It's like, your dick can get wet tomorrow. Ich verstehe dich nicht. Ich kann mich auch täuschen, aber ich hatte das Gefühl, dass... wohl mehr zwischen uns beiden passieren könnte. Das ist genauso... Bäh, aber das andere war mir irgendwie zu... Hättest du dir gewünscht... Ein bisschen zu aggressiv. Was? Bist du dumm? Hey! Sorry. Ich meine... Was? Was war das denn jetzt, Bro? Was mir passiert. Ich war... Bist du dumm? Entschuldige? Du auch willst. Das scheint jetzt schon so lange her zu sein. Du hättest aber auch mehr gewollt. Sag's mir. Im Wald doch nicht! Doch nicht mitten auf dem Waldboden da. Das sagst du nur, weil ich verletzt bin. Okay, irgendwas stimmt mit dir nicht, mein Freund, weil du verhältst dich noch komischer als sonst. Und wir kennen uns nicht sehr gut. Was ist denn da draußen los, Caitlin? Ah. Versteck dich, los, beeil dich. Schon klar, mit meinen Verletzungen mache ich das ohne Probleme. Bye, bye. I'm running away. Hui. Gut, fühlen zu uns, Caitlin. Immer gut. Danke. Was ist los? Wo ist deine Waffe? Ja. Wir müssen hier raus. Nein, versteckt euch! Verstecken? Schnell. Weil rennen, wohin sollen wir denn rennen? Ist das Fenster ist nicht offen, nein. Ah, der ist ziemlich fix da, okay. Oh Gott! Oh Gott, nicht verkacken jetzt! Ich glaube, das habe ich damals verschissen, nämlich. Ich halte X, aber ich weiß nicht. Ich hoffe, dass das auf der Seite lang genug geht. Dass sie das auch... Yes! I did it! Diesmal habe ich es geschafft. Ja, vielleicht hätten wir auch rennen können. Naja, egal. Phew! Ah, schön. Oh, ja, ja. Früher wurde das Ding sogar als echter Radiosender genutzt. Ah, cool. Ich
meine, technisch ginge das immer noch, aber heute bringt keiner mehr ein Radio ins Camp. Irgendwie schon komisch, dass die Kids... Kannst du nicht Radio hören mit dem Handy? ...bringen durften. Ich meine, heute braucht man für alles nur noch sein Handy, aber Mr. Hackett kassiert es gleich an Tag 1, damit niemand... Um fair zu sein, das ist nicht so schlecht, mal von der Technik wegzukommen, sage ich, während ich vor meinem PC sitze. What the fuck, warum dreht er sich um? Das du später mal machen willst? Klar. Camp Radio? Ich meine, DJ oder Musik oder so. Ja, ich meine, ich mag Musik, aber ich dachte an ein Studium der, Quantenphysik. Ich dachte, da war was. Ich bin stehen geblieben, weil ich dachte, das wird eine Cutscene. Du willst Quantenphysiker werden? Wie langweilig ist das denn, Dylan? Wie ein Wissenschaftler. Ich weiß nicht, der wirkt schon wie jemand, der sich... Nicht hier. Wie sowas interessiert oder keine Ahnung. Er wirkt so ein bisschen wie Peter Parker, vielleicht mag ich ihn deswegen so gerne. Weißt du, hier im Camp ist er so cool und extrovertiert, aber in Wahrheit ist er eigentlich ein Nerd. Ich weiß nicht. Tut mir leid, das macht mich jetzt irgendwie neugierig. Was meinst du mit nicht hier? Wahrscheinlich ist es seine Sommerpersona. Camp. Ich mache das zu Hause. Und hier bin ich... Bist du... Klugscheißer Klassenclown? Na, das ist irgendwie voll süß, so herauszufinden, dass da eine ganz andere Seite an ihm liegt. Weißt du? In eine Situation hineingeraten und hab sie mit diversen Witzen ein wenig überkompensiert. Du trägst dazu bei. Ja, ich meine, die anderen mochten den blasierten Dylan. Und du? Magst du den blasierten Dylan? Das kommt drauf an. Magst du ihn? Naja, das jetzt mal. Das ist ja ganz cool. Gott, ihr zwei seid süß. Nun schön, dass I hope they're gay. Ich will da nicht... Ich bin Ryan. Na, eigentlich bin ich. Lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Na gut, lass uns schnell hier verschwinden, Ryan. Wirklich Sinn. Ich weiß nicht, ob sie es sind. Ich möchte nicht... Weißt du, wie sagst du, nicht vorgreifen, das ist es nicht, aber ich möchte nicht irgendwie was interpretieren, was nicht da ist. Ja? Wie so verrückte Groupie oder sowas, keine Ahnung. Aber sie sind ganz süß miteinander. Cool, da kann ich mir das nochmal anschauen, ohne Sinn und Verstand, okay. Da knackt es im Unterholz, wenn er da lang latscht. Bist du, warte, hörst du auch die Stimmen? Ihr wahrscheinlich nicht, aber ich höre sie. Wow. Bärenfalle. Wow. Ausgelöste Bärenfalle. Diese Bärenfalle war den Sommer über nicht im Einsatz. Wenigstens kann sie jetzt niemand mehr verletzen. Das ist das Ding. Wir waren ja vorhin mit Abigail schon mal hier. Und da war die noch was nicht da. In einem Sommercamp für Kids? Weiß nicht, echt nicht, Mann. Das. Im Sommer war das noch nicht hier. Ich meine, falls doch, dann... Hätten wir es doch bemerkt, oder? Ja. Das Ding könnte was Großes fangen, jetzt nicht mehr. Das stimmt. Wie gut das war, dass wir das gemacht haben, weiß ich nicht, aber wir haben es uns ja nicht ausgesucht. Wir konnten ja nur X drücken und dann schauen und nicht entscheiden, ob wir das auslösen. Kann er da oben irgendwas Spannendes sehen, vielleicht? Ach, der Pool ist aber ganz schön schmutzig. Naja, vielleicht wirkt es auch nur so wegen dem Schatten oder den Lichtern oder sowas. Keine Ahnung. Mal schauen. Wow. Was ist denn das? Warum leuchtet denn das so komisch da drüben? Sieht aus wie Räucherstäbchen da oben drauf. Was ist denn das? Ah, da knackt das so am Boden. Das mag ich gar nicht. Was ist da? Ist die leere Flasche schon wieder? Was zum heiligen Voodoo-Doo-Doo ist das? Ja, die Abigail hat ja angenommen, dass das deine ist. Also offenbar kannst du diesen Hinweis nochmal finden. Wenn es... Wenn du willst. Da irgendwas. Ah, der Teufel. Völlig zügellos, wie ein Schatten, der dem Körper entrissen wurde. Pass gut auf und handle, bevor der Dämon frei ist. Jeder von uns hat einen, selbst jene, die reinen Herzens sind
und ihre Nachtgebete sprechen. Scary. So, dann gibt's hier noch irgendwas. Kann ich das eigentlich lesen, was da drauf steht? Raum 0? 2? Okay. Ich frage mich, ob du den Hinweis, den Kassettenrekorder noch finden kannst. Warte mal. Das schaue ich mir auch gleich an. Ah! Perfekt! Brief an Krankenschwester. Chris Hackett hat die Camp-Krankenschwester aufgefordert, das Camp einen Tag früher zu verlassen. Das ist nicht gerade verantwortungsbewusst, wenn noch Kinder da sind. Das ist aber merkwürdig, das Ganze. Deshalb ist Schwester Kelly schon nach Hause. Oh, Kelly. Ist das nicht dein Getränk? Kelly Spritz oder sowas? Text einblenden. Diane oder Diane? Jane? Ja. Du kannst heute ruhig früher Feierabend machen. Der Bus hat etwas Verspätung und ich will nicht, dass du auf mich warten musst. Ich sorge schon dafür, dass die Kids heil und unversehrt nach Hause kommen. Danke für die viele Hilfe in diesem Sommer. Chris. Aha, okay. Sehr interessant, sehr interessant. Weil wir das können, kann ich das da eigentlich anschauen? Sagt er irgendwas anderes von der Abigail? Also offenbar kannst du die Hinweise nochmal einsammeln. Also nochmal, falls du sie übersehen hast oder so. Kannst du sie nochmal holen? Da! Okay, da kommt nichts von ihm. Es kommt nur ein Blick. Das ist auch nichts. Okay, Achso, das war die Dingens. Okay, okay. Ansonsten. Mal kurz schauen. Der Dame. Ich habe gerade gesagt, so, ich dachte, ich habe was gehört, aber offensichtlich lag ich richtig. Gehen wir zu den Räucherstäbchen. Ich weiß nicht, dürfen wir da jetzt hin, ohne dass wir sofort reingehen? Ich würde nämlich nicht doch gerne umschauen, da so ein bisschen. La la la. La la la. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Kratzspuren. Große gezackte Kratzspuren an der Wand des Radioschuppens. Für mein Instagram. Er setzt sich dahin. So, oh yeah, howdy cowboy. Oh, der Eremit. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an. Nicht seins. Gut, meine Handlung war jetzt ein bisschen was zu trinken. Das habt ihr vielleicht nicht. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ich habe gecuttet. gut, haben wir jetzt alles. Der Eremit, Griff, Kratzspuren, Teufel, Bärenfalle, ja. Okay, damit sollten wir alles haben, was nicht nied- und nagelfest ist in diesem Kapitel und machen wir einfach mal weiter. Oh, okay. Da zuckt aber deine Pistole, guter Mann. Du Schlingel. Okay. Wenn du den Dylan siehst. Let's go. Jetzt hat's gespeichert. Camp Radio Schuppen. Wow, das ist voll die Rumpelkammer, oder? Ist doch nett. Okay, das Wie Camp redest du über meinen Arbeitsort? Camper hier war. Es war seit Jahren nicht in Betrieb und ich habe lange gebraucht, um aufzuräumen und alles so herzurichten. Wie es jetzt ist, also... Don't be so rude. Wenn es dir hier nicht gefällt. Oh Mann. Aber ich habe eine Menge Liebe hier reingesteckt. Okay, okay. Ich richte das kurz ein. Okay. Ja, Ryan, that was rude. Brauchen wir irgendwas hiervon? Die Werkzeuge? Nein. Mr. H. Aber das ist richtig. What are you talking about? Deshalb darf ich den Sender hier
weiter betreiben. Kapiert. Ich nicht, was? Wie weit reicht das Signal? Oh, das Teil wurde gebaut, um die Lautsprecher für Durchsagen im Camp zu erreichen. Und du weißt schon, tragbare Radios und so zu versorgen. Das Ding reicht wohl so eine Meile. Was ist eine Meile? Woher kennst du dich damit aus? Woher kennst du dich mit all dem aus? Hab's irgendwie aufgeschnappt. Sure. Technikkram war irgendwie schon immer ein kleines bisschen zu hoch für mich. Ja, für mich auch. Also ich verstehe das Ganze nicht. Kannst du beibringen, wenn du magst. Nein, wie aber, ja, es ist leicht, wie klettern. Es ist leicht, das sagen immer die Leute, die sich damit auskennen. Also gut, es ist leicht. Natürlich ist es leicht. Du kennst dich ja aus. Und zwar mit dem Teil hier. Ich meine. Ein Staubfänger. Das ist ein Signalverstärker. Er sieht mitgemein aus. Ich kenne die Dinger, also ich meine vom Sehen her. Ich weiß nicht, was es ist, Alter. Jetzt weiß ich's. Dann können wir mit der Außenwelt kommunizieren? Die Außenwelt. Nicht ganz. Das hier ist kein Funkgerät. Also, aha, da ist ein Unterschied. Da ist klar. Dann aber den Empfänger anstöpseln. Um zu hören, ob irgendjemand eine Antwort zurückgesendet hat. Recht unwahrscheinlich, aber... Tja, mehr lässt sich wohl nicht machen, oder? Ja. Klar! Also, was soll ich sagen? Es muss wie ein Notfall klingen. Wir werden alle umgebracht. Hilfe, Hilfe? Feuer? Hallo, wie geht's euch da draußen? Hier ist das... Das ist ein SOS. Wir sind Betreuer im Hackett's Quarry Sommercamp. Und es gab einen schrecklichen Unfall, Angriff. Ist echt übel hier. Es klingt eher so, als würdest du einen Scherz machen. Hier ist ein Bärenschwarm und sie sind überall. Hier sind ein Bärenschwarm. Schießen, aber auch auf uns. Und das ist gar nicht gut. Und ein paar von uns sind verletzt. Und wir brauchen dringend Hilfe. Also du kommst auf jeden Fall schnell zum Punkt, mein guter Mann. Und wir wissen nicht weiter. Ihr müsst uns helfen. SOS. Das ist eine Notlage, also rettet uns, beeilt euch und helft uns. Das war doch ganz gut. Und, war ich gut? Sag schon. Bärenschwarm? Es war wunderschön. Ja. Ich schwärm bloß. Ich schwärm bloß von deinem Talent. Oh mein Gott. Gut, ich sollte den Empfänger anstöpseln, um zu hören, ob uns irgendwer antwortet. Ja, okay, gut. Ich halte die Augen offen, während du dich um die Technik kümmerst. Okay, ja klar. Ja? Hallo? Kommt er jetzt? Holy fuck! I think it sees you, bro! Maybe you should go down a notch. Ja, nur. Alter, Ryan! Aber keine Ahnung. Was hat er? Hat er gesagt Lodge? Weiß nicht, Moment. Zwei sind im Radioschuppen bei den Hütten. Der Rest von ihnen ist verschollen. Die reden über uns? Die wissen, dass wir hier sind. Zumindest Ende. Wir zwei. Ende. Beruhigen, wir wissen nicht, ob sie uns meinen. Die haben uns gemeint. Die haben uns gemeint. Natürlich haben sie uns gemeint. Die haben uns gemeint. Fuck, fuck, fuck. So eine Scheiße, Mann. Wie? Wir haben es verraten! Im verdammten Radio! Fuck! Naja, wir können hier schnell weglaufen! Oder? Bis die hier ankommen, sind wir sicher weg? Mann. Wir müssen hier weg. Ja, no shit! Fuck. Hey, nicht durch. Ganz ruhig, sonst. Sonst drehe ich auch durch, Mann. Ganz entspannt. Ryan! Ryan! Da ist was! Fick dich, ich war nicht sicher! Ich war nicht sicher, Mann. I don't know! Ich weiß es auch nicht. Oh mein Gott! Ryan? Ist das ein Bär? Nein. Bären springen, glaube ich, nicht so auf Dach.
Außerdem schwatzen die nicht so. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das Ding macht so ein paar Geräusche. Oh mein Gott, auf was soll ich denn schießen? Ich will lieber nicht schießen. Ich glaube eher nicht, oder? Weil, dann mache ich ein Loch rein. Ist nicht so gescheit. Loch reinmachen. Was war das? Was ist das? Oh Gott. Ich dachte jetzt, das... Fuck! Sie kommen den Weg rauf. Na großartig, Alter. Wir müssen sie warnen. Ja. Oh, ja, okay, ja. Ja, ja, so. Großartig, ja, kein Problem. Was ist das? Die Taste. Ryan, du bist mutiger als ich, tu es. Da ist ein Tier außerhalb des Radioschuppens. Geht in eine Hütte, los, schnell! Oh, fuck. Ja, am besten in die, wo die Tür kaputt ist. Oh, fuck, Mann. Sie sind weg. Ja, großartig. Sie sind in Sicherheit. Und wir? Mommy! I don't like this. I don't know what I'm supposed to do. I can't press any buttons, man. Oh God. Oh, das ist so unangenehm. Nein, da kommt gleich was hinter mir. Verzweifelt, können wir was tun? Wir töten es. Nein, nein, nein. Gibt es was wir tun können? Gar nichts tun. Ich weiß nicht. Schnell, du bist schlau. Mach was. Können wir es verjagen? Ja, wenn es ein Gehör hat. Ich meine, wie ein Hund. Ich meine, eine hochfrequente Rückkopplung. Klar, ja, das wäre mir auch eingefallen. Dylan, halt die Klappe und mach das einfach. Tu doch einfach. Unterstütze, tu es. Tu es. Do it. Do it. Okay, komm, Dylan. Du schaffst das. Natürlich schaffst du das. Ich glaube an dich. Ganz, ganz feste. Ich glaube ganz fest an dich. Oh mein Gott. Hab's gleich. Okay. Ruhig, dreh nicht durch. Hey, dreh jetzt nicht durch. Du schaffst das schon. Ganz ruhig bleiben. Alles ist in Ordnung. Okay. Ja. Ist alles in Ordnung. Wir schaffen das schon. Irgendetwas fehlt, aber... Aber was? Liebe. Glück und Zuneigung. Vielleicht will das Ding ja auch nur Zuneigung. Das Kabel hat's erwischt. Reparier's. Ich lenke es ab. Was? Mach schon, los, Beeilung. Okay. Ich dachte, nein, nein. Dieses Trennen Sie ab ist im Trailer auch drin, im Deutschen, und ich war so, das ist richtig gut gesprochen. Kettensäge ist richtig gut gesprochen auf Deutsch, wie er sagt, trennen Sie ab, trennen Sie ab. Oh Gott, oh mein Gott. Hol das Kabel. Jetzt nicht, don't pass out. Alles gut, Itchy. Alles gut. Don't pass out now, man. Nicht ohnmächtig werden, das ist nicht gut. Was muss ich tun? Die Taste. Und dafür mussten wir nur eine Hand verlieren.
Good job, Dylan. Jetzt darfst du ohnmächtig werden. Ach, Lautsprecher im Arsch. Hat gereicht. Gut gemacht, Dylan. Oh Gott, alles gut, Schatzi. Alles gut. Alles ist gut, Schatzi. Alles gut, DJ. Mein Babybär, so lieb. Oh, oh. Fuck, meine Hand. Scheiße, meine Hand. Warum hast du das getan? Du wolltest es so. Warum hast du es getan? Ich glaube, es ist keine so schlechte Idee. Ich weiß es nicht, okay? Ich weiß nur, dass... Ich weiß es nicht. Ich frage mich, ob du... Ist es sicher? ...seine Hand nicht abtrennen musst. Und aber dann... Ich denke schon, fürs... ...trotzdem überlebt. Ich weiß es nicht. Der Jäger hat uns erwischt. Ach, scheiße. Hat uns aus der Lodge gejagt. Wir sind ihn auf dem Weg los. Alles gut, Schätzchen. Ist der Notruf raus? Ich glaube schon. Gut. Leute. Was zur Hölle war da oben? Ich habe meine Hand verloren. Oh mein Gott. Dylan, was ist los? Es ist bewundernswert, dass dieser Mann jetzt steht. Ich meine, er hat seine scheiß Hand verloren. Ich glaube, ich wäre ohnmächtig. Du stehst unter Schock. Puh, heilige Scheiße. Es tut nicht so weh. Hat das Ding das getan? Naja, nicht ganz. Ja, so ähnlich. Entschuldigung, jetzt habe ich dich gehaut. Entschuldigung. Hab's verloren. Wir hatten Besuch von einem dieser Jäger. Mein Gott. Alles gut, Ichi. Es ist alles gut. Das ist nur... Wer ist da? Ist das Captain Jack Sparrow in alten Tagen? Oh mein Gott, Ichi, nichts. Ist alles gut. Mein Hund hat Angst. Magst du runter? Na komm, ich geb dich runter, Schätzi-Bär. Da komm, oh, so Bobsi. Super. Ja. Mein Hund hat zittert. He's scared. Alles gut, Itchy. Oh, ein Arsch. Halte mich. Nun, ereignisreich. Und ich glaube, das ist halt... Oh. Da wird mir ja ganz warm in meinem Gemüt. Jetzt ist alles gut. Sie spielen Gitarrenmusik. Es ist alles gut. Allen geht's gut, Schatzi. Naja, außer der Person, die da im Pool schwimmt. Aber ansonsten sind wir alle wohl auf. Jetzt ist er weggelaufen, mein Hund. Oh. Yo. Ich muss nachschauen, ob du ohne Handverlust das auch machen kannst, weil mein armer Junge, der arme Bur. Gibt wohl wieder weniger Gewürm auf der Welt. Warum sind sie denn so? Lass uns doch mal sehen. Unhöflich. Wegen der Person, die da im Pool schwimmt? Sind sie glücklich, oder was? Der Teufel. Der Teufel soll die holen. Wie ein Schatten, der dem Körper entrissen wurde. Pass gut auf und handle, bevor der Dämon frei ist. Jeder hat einen. Selbst jene, die reinen Herzens sind und ihre Nachtgebete sprechen. Ich glaube, ich möchte den Eremiten hören. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich fühle mich dem Eremiten verbunden. Schauen wir mal auf den Eremiten. Der Eremit steht für Isolation, Einsamkeit, aber Reflexion dazu. Möglich wäre aber durchaus, dass der Eremit, der dich verfolgt, dich in Sicherheit führt. Doch das kommt ganz auf dein Handeln an, nicht seins. Ist das eine Anspielung auf den Jäger, der uns verfolgt, der Große? Wenn ich darf, zeige ich dir mehr. Wäre das in Ordnung? Ach, das klingt aber sehr verführerisch jetzt von Ihnen. Natürlich, da sage ich zwei nicht nein. Zukünfte sind dort. Doch nur eine kannst du sehen. Wähle jetzt aus. Wähle jetzt aus. Ja, der Eremit. Hm. Ich weiß nicht, weil die Tarotkarten, die heißen ja auch irgendwas, nicht wahr? Okay, das sagt mir auch überhaupt nichts. What the fuck? Nur
so gerne in die Zukunft. Ich meine, diese Karten zeigen mir überhaupt nichts. Ich meine, sie zeigen schon was, aber sie zeigen überhaupt nichts Nützliches. Das ist so, okay, irgendwer tritt in eine Bärenfalle und dann taucht ein Typ auf. Ja, das erfahre ich doch eh, wenn ich dort bin, dass da ein Typ da ist. Gib mir doch wenigstens einen Hinweis, was ich drücken muss, damit diese Zukunft passiert, weißt du? Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ah!